Hey, willkommen zu diesem Video und das Thema heute ist, warum steht diese Frau einfach nicht auf mich? Ja, du fragst es dich sicherlich einfach entweder jeden Tag, jede Stunde oder immer, wenn du einfach was mit ihr zu tun hast. Du himmelst sie an, du findest sie total toll. Eigentlich habt ihr auch ziemlich viel Kontakt, weil ihr vielleicht sogar befreundet seid oder im gleichen Kurs seid oder auf der gleichen Arbeit. Aber irgendwie kommt von ihr überhaupt kein Funk rüber. Und du fragst dich, wo beginnt denn überhaupt dieser Punkt, dass sie mir auch Signale sendet? Woran soll ich überhaupt erkennen, dass sie auf mich steht? Oder wenn sie nicht auf mich steht, woran liegt das? Weil ich finde sie doch so toll. Warum kann sie das nicht einfach erwidern? Und ja, ich möchte dir heute einfach so eine kleine Hilfestellung geben, wie du erkennst, ob sie auf dich steht, beziehungsweise wenn sie nicht auf dich steht, woran das liegen kann. Erstmal grundsätzlich musst du dich fragen, wenn du eine Frau toll findest und du gerne möchtest, dass sie dich auch toll findet, inwieweit passt ihr denn zusammen? Also inwieweit spiegelst du einfach auch den Typ wider, den sie sich wünscht? Natürlich kannst du jetzt nicht zu ihr gehen und sagen, hey, erzähl mal bitte, was du für einen Typ Mann möchtest und ich werde der einfach sein. Sondern das ist tatsächlich eher so dieses, was du zwischen den Zeilen lesen kannst, wenn du mit ihr zu tun hast. Also zum Beispiel, ganz normale Situation, ihr unterhaltet euch über das Wetter, ja, blödes Beispiel. Und sie sagt immer nur, und hat gar kein Mitteilungsbedürfnis. Das ist schon so das erste Signal. Entweder sie ist schüchtern, aber blenden wir das mal aus. Sie hat kein Mitteilungsbedürfnis dir gegenüber. Das heißt, du bist ihr nicht so wichtig. Jetzt wird das Ganze etwas komplizierter, wenn es eine Freundin von dir ist, weil die hat ja ein Mitteilungsbedürfnis. Ihr seid ja befreundet. Und dann kannst du so ein bisschen das Ganze ausloten. Was will sie dir denn mitteilen? Spricht sie auch über andere Männer? Ist sie neugierig, wenn du eine andere Frau kennengelernt hast, teste sie an. Also wenn du zum Beispiel solche Dinge sagst wie, ja, ich war ja letzte Woche feiern und ich habe da voll die süße Frau kennengelernt und wir gehen nächste Woche Kaffee trinken. Und wie reagiert sie? Schaut mal einfach auf ihre Körpersprache auch. Ist sie vielleicht danach so ein bisschen zickig oder fragt sie gar nicht so viel nach? Ihr könnt es tatsächlich so ein bisschen aus ihr rauskitzeln, wie toll findet sie mich wirklich, weil du willst es ja wissen. Ja? Das heißt auch nicht, dass du jetzt Spielchen spielst, sondern wenn du dich nicht traust, sie offen und ehrlich zu fragen, und manchmal ist es ja auch, wenn sich noch nicht so viel entwickelt hat, schwierig, einfach zu sagen, hey, magst du mich? Sondern ihr macht das halt so ein bisschen um alle Ecken rum. Ja, aber was ist, wenn sie nicht auf dich steht? Wenn du irgendwie auf diese ganzen Signale wartest und du merkst irgendwie, da kommt so gar nichts bei rum. Da ist jetzt natürlich die Frage, was gibt sie dir denn? Warum stehst du denn auf sie? Ja, also findest du sie nur toll, weil du irgendwie denkst, oh, jeder mag sie und sie sieht so gut aus und deswegen stehe ich jetzt auch auf sie? Oder ist es tatsächlich irgendwie so ein bisschen mehr so das Menschliche, was du an ihr sehr schätzt? Und sind das die gleichen Werte, die sie auch in einem Mann sucht, die du für sie einfach sein kannst? Gerade wenn ihr jetzt in einem gleichen Freundeskreis seid, kannst du ja auch total cool mal gucken und versuchen herauszufinden, wie sind so ihre Ex-Freunde gewesen? Inwieweit deckt sich das mit deinen Interessen, mit deinem Typ Mensch? Es gibt natürlich Frauen, die springen von Typ zu Typ und er ist komplett unterschiedlich, jedes Mal jemand anderes. Aber es gibt auch viele Frauen, die einfach einen ganz bestimmten Typ Mann bevorzugen. Und da kannst du natürlich auch immer so ein bisschen abgleichen, passe ich in ihr Beuteschema überhaupt? Ist es vielleicht das, worauf sie anspringt bei mir? Wenn das alles überhaupt keinen Sinn hat, wenn du verglichen hast und geguckt hast und angetestet hast und von ihr kommt einfach wirklich rein gar nichts und du fragst dich wirklich so langsam, kann das zwischen uns überhaupt was werden, wenn sie so überhaupt kein Interesse an mir hat? Frag dich mal bitte, was bringt sie mir effektiv an positiven Gefühlen? Also habe ich überhaupt was davon, mit ihr zusammen zu sein oder jetzt gerade was von ihr zu wollen? Ja, ist es eigentlich nur so ein Hirngespinst von mir? Was ist denn an ihr, was mich glücklich macht? Weil aktuell sieht es ja einfach nur so aus, du zweifelst, du fragst dich, mag sie mich? Du fühlst dich schlecht, weil du nicht zurückgeliebt wirst. Das sind alles eigentlich nur negative Gefühle. Aber was für positive Gefühle gibt sie dir denn? Ja, vielleicht, dass ihr lacht zusammen, Zeit verbringt, dass es Spaß macht, mit ihr was zu machen, dass sie ein lustiger, offener Mensch ist. Aber warum muss sie dann deine Freundin werden? Sie befindet sich ja schon in deinem, also deine feste Freundin, sie befindet sich ja schon in deinem Dunstkreis, sage ich jetzt mal. Kann sie da nicht einfach bleiben? Reicht dir das nicht? Willst du vielleicht einfach nur mehr, weil du dir irgendwie einredest, dass diese ganzen positiven Gefühle irgendwas damit zu tun haben, dass du jetzt in sie verliebt bist? Das ist natürlich auch nochmal so die Kehrseite.
muss sich überhaupt an eurer Beziehung, also ich sage jetzt mal Beziehung, weil ihr seid ja befreundet eventuell, was verändern, damit sie dir noch mehr geben kann? Oder reicht es dir vielleicht eigentlich sogar schon aus, dass ihr befreundet seid und du diese positiven Gefühle, die sie dir gibt, einfach nur so transportierst, dass du denkst, jetzt bin ich verliebt in diese Frau? Weil ich verspreche dir, es gibt noch 20 andere Frauen, die dir bestimmt auch diese ganzen positiven Gefühle geben, ohne dass du vielleicht direkt in die verliebt bist. Durchdenk das einfach mal ein bisschen, weil meistens ist es eher so in unserem Kopf als beim Gegenüber. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen und natürlich auch Glück in der Liebe. Ciao!